Hallo, hier ist Christian Hemschemeyer, Paartherapeut, Psychotherapeut und dieses ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ihr könnt noch einsteigen in die neue Selbstliebe-Challenge, die Basic, altbewährt, hochgeschätzt. Und die libysche Party kommt ja bald. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge Tickets verkauft. Wir legen wahrscheinlich so ein paar noch an die Abendkasse. Wenn ihr da Interesse dran habt und ganz kurzfristig noch kommen wollt, könnt ihr auch eine Mail an support@liebeschipp.de schreiben oder halt vorher noch gucken, dass ihr noch eine der restlichen Karten bekommt. Heute geht es um das schöne Thema, was kann ich tun, wenn ich meiner besten Freundin einfach nicht mehr bei ihrer toxischen Beziehung zuschauen kann? Gut, lieber Christian, meine beste Freundin befindet sich, also nennen wir sie mal Anne, befindet sich nun schon seit 2 Jahren in einer Art Beziehung, die ich als toxisch beschreiben würde. Wir sind beide in den 20ern. Ihr Typ, nennen wir ihn mal Thomas, ist etwas älter. Anna und Thomas haben sich bei der Arbeit kennengelernt. Mittlerweile arbeitet Thomas aber nicht mehr in dem Unternehmen. Anna fand Thomas von Anfang an toll, obwohl er äußerlich nicht ihr Typ ist, wie sie selber sagt, gab es dabei immer eine Anziehung zu ihm. Irgendwann kam es dann dazu, dass mehr lief. Danach folgte das berühmte "Was sind wir denn jetzt?" Gespräch. Das hat man aber eigentlich nicht in gesunden Dating-Situationen, weil da muss man diese ganzen Sachen eigentlich gar nicht fragen, so. Dessen Frage Thomas ganz klar mit "Er kann und will keine monogame Beziehung führen" beantwortete. Gut, ist er jetzt deine beste Freundin, deswegen nur noch der Vollständigkeit halber. Dann guckt ihr auf eure Liste, wollt ihr eine offene Beziehung führen? Und dann steht wahrscheinlich drauf Nein. Und dann geht es eben darum, diese Stärke und Trennungskompetenz zu entwickeln und zu sagen, nee, das möchte ich nicht. Ne? Dass eure eigenen Werte euch wichtiger sind als jetzt eine konkrete Dating-Situation. Ne? Anna wollte und will definitiv eine Beziehung, hat sich nach dieser Aussage auch zunächst zurückgezogen, aber ist nicht lange ausgehalten. Dann muss man durch diesen ganzen Scheiß durch, ja. Aber auch dieses nicht aushalten beinhaltet wieder bestimmte Gedankenstrukturen, weiß ich nicht, vielleicht innere Kindgeschichten. Es ist ja nicht einfach so, dass man sagt, man kann das nicht aushalten, so, ne? Seit fast 2 Jahren treffen sich die beiden nun meistens, wenn er Zeit hat und ihr schreibt. Seit kurzem gehen sie nach einer gemeinsamen Nacht auch mal gemeinsam frühstücken. Boah, mega. Und doch wiederholt sich immer wieder das gleiche Muster. Thomas schreibt ihr dann zwischendurch immer wieder, dass er sie gerade nicht sehen will, dass ihm zu viel wird, er zu viel Stress hat oder ihm die Beziehung, das ist ja keine Beziehung, zu eng wird. Naja, ich meine, man kann ihm. Also ich kann jetzt hier auch nicht sagen, weil es geht jetzt eh um die Freundin, aber er hat klar gesagt, was er will. Ne? Da kann man jetzt gar nicht viel zu sagen. Ne? Ja. So, natürlich verletzt Anna das extrem. Es scheint, als würde sie gerade nur von Thomas Aufmerksamkeit leben. Ja, so ist das halt in Liebessuchtbeziehungen. Sie spricht von Gefühlen von Schmerz, wenn er sie wieder abweist. Oder sie von einem Date von Thomas oder einer anderen Frau erfährt. Seit ein paar Monaten hat sie ebenfalls immer wieder langanhaltende körperliche Themen, so in Richtung von Entzündungen, Blasenentzündung. Gut, Blasenentzündung hat man immer wieder im Zusammenhang mit Pluspol und toxischen Beziehungen. Das kann man natürlich drüber fantasieren, ob das psychosomatisch ist oder ja, oder also natürlich sollte man, ich weiß es jetzt nicht, keinen ungeschützten Sex in solchen Konstellationen haben, aber naja, gut, das mal nur so am Rande. Doch obwohl ihr die Beziehung körperlich und physisch so sehr wehtut, kommt sie nicht davon weg. Ja, Liebessucht, wie ich das immer nenne, Schmerzkörperanziehung, genau. Ich würde sie als einen sehr lieben Menschen, aber mit wenig Selbstvertrauen beschreiben. Wenn ich
einer Frage, was sie an Thomas toll findet, kann sie mir die Frage nicht beantworten. Insgesamt ist sie extrem unausgeglichen und unglücklich gerade. Solche Geschichten wirst du schon hunderte Mal gehört haben und vielleicht könnte einer mit deinen Kursen was anfangen. Ja, das ist immer das Kleinste, was man machen kann. Ich finde das auch wirklich eine Sache, die man nicht gut im, dass sie einfach sagt, guck doch mal die Videos von Christian, ne? Weil da gibt es ganz viele Menschen, die gucken sich diese Videos an, finden sich daran wieder, merken, es ist, hat eine Struktur, diese toxischen Beziehungen, es hat einen festgelegten Ablauf, ein festgelegtes Drehbuch und dann ist der Schritt auch nicht mehr weit, ah, dann könntest du ja auch einen Weg rausgeben. Ja, also natürlich kann man auch sagen, mach Therapie, mach dies, mach das, aber ich finde so, Videos gucken ist so ein kleiner Schritt irgendwie, das kann man immer empfehlen, ja. Meine Frage ist allerdings, bezieht sich auf ein anderes Thema. Wie kann ich als beste Freundin damit umgehen, sie so verletzt zu sehen? Ich will nicht über ihr Leben entscheiden, aber langsam kann ich bei dieser Selbstzerstörung nicht mehr zusehen. Gleichzeitig wendet sie sich auch von Leuten ab, die zu sehr an dieser Beziehung zweifeln, zum Beispiel ihre Familie. Ich bin praktisch noch die Letzte, die mit ihr darüber spricht. In der Vergangenheit habe ich versucht, sie nicht zu verurteilen oder böse darüber zu sprechen, sondern ihr einfach nur Mut zu machen, den Schritt zu gehen und sich endgültig zu trennen. Langsam fällt mir es immer schwerer. Natürlich höre ich mir dann auch jede schwere Phase wieder an und versuche sie aufzumuntern. Doch das geht mir so langsam selber einfach, das zieht mich langsam selber nur noch runter. Ich will, dass es ihr besser geht und bin mir sicher, dass es ohne Thomas der Fall ist, auch wenn es am Anfang wehtut. Korrekt? Was kann ich tun, ohne dass sie sich für ihren Typ von mir distanziert? Soll ich mich mehr einmischen oder raushalten? Was kann ich tun, damit es ihr besser geht? Ja, ist halt immer das Gleiche, selbst in Freundschaften, dass man nur seine eigene Spielfläche bearbeiten kann. Man kann nicht einen anderen Menschen dazu bringen, ein bestimmtes selbstzerstörerisches Verhalten zu lassen, wenn er nicht bereit ist. Ne? Also, gut, ich bin jetzt, also ich beschäftige mich ja viel mit dieser Liebessucht und so, ich bin jetzt nicht allgemein Suchtexperte, sicherlich gibt es da alle möglichen Sachen, aber so als mit den Mitteln, die man als Freundin hat, musst du einfach akzeptieren, dass es im Moment ihr Weg ist und kannst aber, was du machen kannst, du kannst ein Vorbild sein, ein liebevolles Vorbild, auch ein Vorbild an Selbstliebe. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst du, heute, ich kann das echt nicht nochmal und tut mir echt leid, dann ist das praktizierte Selbstliebe, ne? Praktiziertes Grenzen setzen, wo du auch ein Vorbild bist und trotzdem wäre es wirklich, wenn du es schaffst, großartig, wenn du sie nicht sozusagen nicht hängen lassen musst, endgültig, also wenn du dich nicht ganz von dir lösen musst und dafür brauchst du aber vielleicht auch, dass du sagst, ey, lass uns heute einfach was Lustiges machen, über Schönes reden, ist das einfach zu viel gerade, weil, also dann versuch so einen Kontakt mit ihr zu finden, dass du da bleiben kannst. Das ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Und kannst natürlich immer wieder sagen, ich finde es crazy, ich würde dir davon abraten. Aber, und mach das nicht mit so einem Kampfgefühl, ne? Also ich muss sie jetzt unbedingt davon wegbringen, weil so Kampf löst immer Gegenkampf aus. Und man erreicht häufig mehr, wenn man so ganz trocken ist und sagt, ja, drehst du eben noch eine Runde, also wenn man das so einigermaßen liebevoll rüberbringt, das bringt häufig viel mehr als da dieses Zerren und auf gar keinen Fall und ich kündige dir die Freundschaft, wenn du das und das machst. Aber deine Aufgabe, wie für jeden von uns, ist vor allen Dingen erstmal, dich selber zu schützen und für dich selber da zu sein und wenn du das Gefühl hast, also ich, sorry, beim besten Willen würde ich das heute nicht hören, also du bist mir wichtig und ich möchte auch Zeit mit dir verbringen, dann würde ich genau das sagen. In diesem Sinne, wir werden uns